Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin Info von Mancha und 947 am 13. August. Wir sprechen über ja, eine Versteigerung von Kryptogemälden. Sehr spannend. Dann über einen neuen Film über Craig Wright und DeFi und ja, die Ethereum-Gebühren, die auf dem All-Time-High sind. Wir starten mit dem Preis und ja, wir waren gestern bei 11.2, sind jetzt wieder ein bisschen geklettert, stehen aktuell bei 11.548, halten uns da gerade. Und jetzt ist die Frage, geht's weiter hoch oder geht's weiter runter? Was glaubst du, werden die nächsten Wochen bringen? Schreib mal in die Kommentare, hoch oder runter? Kommen wir zum ersten Thema, nämlich 21 tokenisierte Kryptoköpfe stehen zur Versteigerung. Ja. Nach dem Motto Kunst trifft Blockchain gibt es jetzt hier 21 Porträts, die auf einer Bitcoin-Konferenz versteigert werden, nämlich die Unchain-Konferenz Ende August. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es zeitlich schaffe, da zu sein. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Konferenz, wenn du die Möglichkeit hast, in Frankfurt dabei zu sein. Check die Webseite aus, hol dir ein Ticket. Und es wird diesmal eine Kunstauktion gehen, denn es gibt da einen, ja, einen Künstler, der unter dem Pseudonym Max Cryptohead agiert. Der hat 21 digitale Porträts von Krypto-Pionieren erstellt. Die ersten hat man schon bekannt gegeben. Ja, darunter ist Satoshi Nakamoto, Wei Dai, Adam Back, David Chaum, Nick Szabo, Laszlo Haynes und Hal Finney. Und jedes digitale Werk kann nur 21 Mal erworben und heruntergeladen werden. Jeder Käufer erhält dabei ein NFT, ein Non-Fungible Token gemäß dem ERC 721 Standard von Ethereum. Und ja, mit Hilfe von diesem Token kannst du halt nachweisen, dass du einen Teil von diesem Kunstwerk besitzt. Ja, jedes Porträt startet mit einem Anfangspreis von 0,21 Bitcoin. Das kann auch mit anderen Kryptos bezahlt werden. Also nur um die 2000 Euro ist das Startgebot nicht schlecht. Danach geht es dann in den Handel, im Sekundärmarkt, auf Börsen, OpenSea oder Nifty Gateway. Ja, sehr coole Geschichte. Kunst als NFT-Token, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Und mal gucken, ob die Leute hier wirklich Interesse haben, diese ja, Gemälde als NFT-Token dann auch zu kaufen. Und ich bin gespannt, was das so für Preise erzielt. Kommen wir zum zweiten Thema, unser ja, umstrittener, sagenumwobener Craig Wright. Es geht um ihn und zwar sein größter Supporter, Calvin Ayer, der Milliardär, der macht eine neue Dokumentation und ein Buch über das Leben des ja, Satoshi, so sagt er. Denn die Jungs glauben natürlich, dass er Satoshi ist. Er ist ja noch vor Gericht, um das zu klären. Und ja, Calvin Ayer wird dieses ganze Ding finanzieren. Ich bin gespannt, was letztendlich dabei rauskommt, ob es ein reines Propagandafilmchen wird oder nicht. Aber auf jeden Fall werden sie dort im Detail erörtern wollen, was wirklich dran ist an diesem Claim von Craig Wright, Satoshi Nakamoto zu sein. Ja, ich vermute mal, dass das dann erst wirklich rauskommt, wenn auch diese ganzen Verhandlungen vorbei sind. Und es ist natürlich ein Thema, für die Krypto-Community ich sag mal, den großen Teil der Krypto-Community ist Craig Wright ein Hochstapler und definitiv nicht Satoshi. Für die BSV-Anhänger ist es ganz klar, er ist Satoshi. Ja, und ja, ich bin gespannt, was letztendlich dabei rauskommt, ob das ein guter Film wird oder nicht, wie er angenommen wird, ob er eher die Kryptogemeinde targetiert oder doch eher den Mainstream, ja, um dann vielleicht dann BSW ein bisschen zu pumpen. Wer weiß, wer weiß. Es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, denn es gibt unzählige gute Stories um diesen ganzen Fall herum, um Craig Wright herum, was da alles passiert ist mit, also das kann man fast alles gar nicht so erzählen. Und ich glaube, in dem Film wäre das schon ganz cool, das nochmal zu sehen. Wobei natürlich der Film hier ganz klar sehr, ich vermute mal, relativ einseitig sein wird. Aber ich werde mir auf jeden Fall ansehen, sobald hier das Ganze rauskommt. Aber es gibt nicht nur diesen Film, sondern auch die Schwester von Craig Wright, Lisa Ann Edwards. Ja, die hat so eine Trading-Gruppe, die heißt Satoshi Sister. Die hat einen Film jetzt in Planung, der nennt sich Coin Runners.
Da geht es um ihr Leben als Bitcoin-Trader. Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall, ich habe es ja immer mal gesagt, dass das hier so ein, ja, wirklich ein Hollywood-Streifen werden könnte mit Craig Wright. Und der Hollywood-Film, der kommt auf jeden Fall, nämlich das Buch Bitcoin Billionaires von, wer war es, wer hat es geschrieben? Ich habe den Namen vergessen, von geschrieben hat. Aber dieses Buch soll auf jeden Fall auch verfilmt werden. Auch das wird eine ganz spannende Geschichte. Ja, kommen wir zum letzten Thema. Das ist ein leidiges Thema für die Ethereum-Community, nämlich die ETH-Gebühren. Und der Treiber, der ist DeFi. Die DeFi-Projekte rasten aus, sage ich mal, ja. Und die durchschnittliche Transaction-Fee hat teilweise 6 Dollar erreicht, Mittwochnacht. Das ist die höchste Gebühr seit 2015. Die mittlere Gebühr ist bei 3 Dollar aktuell. Also immer noch brutal hoch für Ethereum. Es zeigt einfach, wie groß die Nachfrage ist nach Transaktionen auf der ETH-Blockchain. Im Juli waren wir noch unter 1 Dollar, jetzt geht es schon hoch. Und diese ganzen Decentralized Finance-Projekte, die sprießen links und rechts aus dem Boden, haben unglaublich viel Zulauf, viele Smart Contracts und so weiter und so fort. Es ist ziemlich crazy. Hier muss ETH wirklich jetzt richtig, richtig Gas geben, dass sie hier ja so schnell wie möglich mit ETH 2.0 an den Start gehen, das Ganze skalieren können. Aber das sieht aktuell nicht so mega positiv aus, denn es wird noch Monate wahrscheinlich dauern, bis hier ja die Abhilfe in Sicht ist. Mal gucken, ob das dem ETH-Preis ja einen kleinen Strich durch die Rechnung macht, dass die Leute dann sagen, okay, wir gehen vielleicht doch zu anderen Projekten, aber es gibt halt keinen anderen Coin, der so viele DeFi-Projekte hat und wo man sowas in dieser Art und Weise alles launchen könnte. Vielleicht wird es bei Tron der Fall sein, wäre denkbar. Ich kann nur eins sagen, wenn man Ethereum nutzt und hohe Gebühren bezahlt, dann geht eine Transaktion in 10, 20 Sekunden durch in der Regel, vielleicht mal 30 Sekunden, je nachdem wie voll es ist. Wenn man zum Beispiel Tron nutzt, ja, die haben ja auch Smart Contracts als Möglichkeit, der DeFi-Bereich, der ist bei Tron glaube ich noch nicht so weit, aber bei Tron ist alles mehr oder weniger instant mit einer Gebühr von 1 Cent oder was, ein Tron auf die Gebühr. Ja, vielleicht verlagert sich das ein bisschen dahin. Sehr interessant, das Ganze zu beobachten. Und ich glaube aber, wenn Ethereum hier diese Skalierungsgeschichte löst, dann ist der Weg nach oben offen. Ja, zum Schluss gucken wir nochmal auf den Markt. Wir stehen bei 356 Milliarden Marktkapitalisierung. Bitcoin Dominance, sie fällt 59,6%. Und ja, wenn man sich die Top 10 mal wieder anguckt hier, ja, ein Coin macht wieder Furore, ein Coin rastet wieder aus. Und welcher Coin ist das? Chainlink. Knapp 30% Kursplus. Das Ding steht bei 17,50 $. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch Ethereum hat knapp 4% zugelegt, steht bei 392. Cardano darf über 5% bei 14 Cent. Und auch Tezos hat knapp mehr als 9% zugelegt. Nicht schlecht. Top-Gewinner ist Numerair mit 148% Kursplus zu gestern. Xifi Network 42, Waves 42, Swipe 40, Aragon 37. Also die Altcoins knallen gerade gut nach oben. Top-Verlierer hingegen zu gestern, das ist Yearn Finance mit 6,7% und Compound mit 4,4% im Minus. Also die DeFi-Coins hier in diesem Fall mal ein bisschen runter. Aber es ist wieder ein bisschen mehr Bewegung drin im Markt. Ich bin gespannt, ja, was der August noch so bringt. Auf jeden Fall hoffentlich viele grüne Gains und Volatilität. Also Leute, das war es von mir. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up, wenn es euch gefallen hat. Und ganz wichtig, teilt dieses Video auch mit den Leuten, die sich auch für News aus der Krypto-Szene interessieren. Checkt auch meinen Podcast ab, wenn ihr es ganz lieber als Audio hört. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, wie immer, Made Dude, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!